Mein Name ist Daniel Overdick, ich bin der Leiter der Rechtsabteilung im Sozialverband VDK Bayern. Es gibt zwei Arten von Reha. Das eine ist die medizinische Rehabilitation, das ist die klassische Kur, die man so macht. Und die andere Möglichkeit ist eine berufliche Rehabilitation, sind Leistungen zur Teil beim Arbeitsleben. Wenn es zum Beispiel um eine Umschulung handelt oder um irgendwelche Hilfsmittel, zum Beispiel einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder einen Bürostuhl. Reha vor Rente ist ein sehr wichtiger Grundsatz im Rentenrecht. Dabei gilt es, vorher eine Reha zu gewähren, bevor man Erwerbsminderungsrente bekommt. Rentenzahlungen sind für die Rentenversicherung sehr hoch und sehr teuer. Eine Reha soll aber dem Ganzen vorbeugen, dass man auf seinem Arbeitsplatz bleiben kann, ohne Erwerbsminderungsrente beziehen zu müssen. Und auch für den Versicherten ist natürlich die Reha ein Vorteil, weil der ja auch das Interesse in der Regel hat, in seiner Arbeit zu bleiben, weil man da einfach auch mehr verdient, als wenn man Erwerbsminderungsrente bezieht. Dass man überhaupt eine Reha bekommt, muss erstmal entweder die Erwerbsfähigkeit gefährdet sein oder schon gemindert. Das heißt, es muss absehbar sein, dass man entweder auf dem Arbeitsplatz, den man hat, nicht mehr bleiben kann auf absehbare Zeit oder vielleicht schon nicht mehr arbeiten kann und durch die Reha dann eine gewisse Besserung eintreten kann. Weiterhin gibt es auch noch versicherungsrechtliche Voraussetzungen. Das heißt, Sie müssten 15 Jahre rentenversichert sein oder Sie müssten in den letzten 2 Jahren mindestens 6 Monate rentenversichert sein. Über den Reha-Antrag entscheidet klassischerweise die Deutsche Rentenversicherung. Die ist auch zuständig für die Reha in der Regel. Je nach Rentenversicherungsträger holt dann die Rentenversicherung ein eigenes Gutachten ein oder schreibt die behandelnden Ärzte an und fordert einen Befundbericht an. Die Reha muss man selbst beantragen. Behilflich ist auch der VDK dabei, schon mal bei der Beratung und natürlich auch bei der Antragstellung. Sie brauchen dafür medizinische Einschätzung der behandelnden Ärzte, auch Fachärzte, ob eine Reha Sinn macht und ob sie Erfolg verspricht. Wenn man einen Reha-Antrag stellt, gibt man darin auch die behandelnden Ärzte an und Krankenhausaufenthalte aus den letzten 2 Jahren. Atteste und Befundberichte sind von Vorteil. Die können auch beim Reha-Antrag mitgeschickt werden. Aber je nach Rentenversicherungsträger holt dann dieser entweder ein Gutachten ein oder holt Atteste und Befunde der behandelnden Ärzte ein und beurteilt dann aufgrund dieser, ob eine Reha gewährt wird oder nicht. Bei der Antragstellung und auch im Vorfeld schon, wenn es darum geht, ob man überhaupt den Antrag stellen soll, ist der Sozialverband VDK gerne behilflich. Uns gibt es deutschlandweit, in Wohnortnähe immer, in vielen Geschäftsstellen. Dort werden Sie erstmal beraten und wenn ein Antrag gestellt werden soll, dann stellt der VDK den Antrag mit Ihnen. Wenn der Antrag abgelehnt wird und Sie einen Ablehnungsbescheid erhalten, können Sie dagegen Widerspruch erheben. Sie müssen nur beachten, dass die Widerspruchsfrist 1 Monat ist. Den Widerspruch müssen Sie auch entsprechend begründen und dafür ist wichtige Grundlage eben die medizinische Einschätzung der behandelnden Ärzte. Beim Reha-Antrag sollten Sie, wenn Sie eine Wunschklinik haben, den Namen angeben, weil die Wünsche sehr oft berücksichtigt werden. Eine medizinische Reha dauert in der Regel 3 Wochen. Kann sich aber auch, je nachdem, wie viele Erkrankungen vorliegen und auf wie vielen medizinischen Fachgebieten die Erkrankungen bestehen, auch verlängern. Als Versicherter muss man sich mit maximal 10 Euro pro Tag und für maximal 42 Tage pro Jahr an den Kosten der Reha beteiligen. Den Rest zahlt die Deutsche Rentenversicherung. Das Gehalt wird während der Reha weitergezahlt für maximal 6 Wochen. Also Sie bekommen eine klassische Lohnfortzahlung. Nur wenn die 6 Wochen überschritten werden, bekommen Sie
dann im Anschluss Übergangsgeld von der deutschen Rentenversicherung. Man kann sich natürlich auch weigern, eine Reha zu machen, ist allerdings oft nicht von Vorteil, weil natürlich die Erwerbsfähigkeit ja gebessert werden soll. Und wenn eine Reha angezeigt wäre, ist natürlich vorteilhaft, diese auch zu machen. Es gibt auch eine Konstellation, wo Sie eine Reha beantragen und tatsächlich dann machen müssen. Das ist, wenn die Krankenkasse Ihnen Krankengeld zahlt und dann die Krankenkasse Sie verpflichtet, dass Sie bei der deutschen Rentenversicherung einen Reha-Antrag stellen. Dann müssen Sie tatsächlich die Reha machen. Wenn Sie das nicht machen, entfällt der Anspruch auf Krankengeld. Normalerweise kann man alle 4 Jahre eine Reha beantragen und in Anspruch nehmen, es sei denn, es gibt dringende medizinische Gründe dafür, dass man schon früher eine erneute Reha braucht, dann können Sie auch früher diese machen.